ship! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first deck. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl! Sports fan. Powerful players in this team. Let's see what impact they'll have on the game. It's so hot, I'm sweating worse than a wizard standing in front of a brazen throne of corn. Both teams are quite balanced. The match should be fair. Ja, hier wieder beim Koali und bei Blood Bowl 2. Wir spielen gegen Hochelfen. Zu Hause im Nerdpol Stadium. Ja. Ich glaube, es ist eins... Ich habe bis jetzt nicht darauf geachtet, aber es könnte sein, dass es eins der wenigen Heimspiele ist, die wir haben. Da ist der Münzwurf. Und wir dürfen zuerst verteidigen, weil das ist, was ich immer gerne zuerst mache. It would be inspired to put some players near the end zone, just in case. Na, ich war eigentlich eben schon gut, ne? Schauen wir mal, wen haben wir hier? Mischka. Plastiklöffel. Ich glaube, Backfisch tausche ich aus an den Anfang gegen... gegen den Manu. So, und wir bestätigen mal die Einstellung. Wir könnten vorher nochmal gucken, was die Gegner hier so kann. Ja. Mehr Bewegung ist immer schlecht bei Elfen. Guard, Tackle. Oje, oje. Ausweichen. Guard. Ausweichen. Ausweichen. Gut, dass wir so viel Tackle drin haben. Ausweichen. Ausweichen. Ne, der kann ausweichen. Stärke 5 Elfen. Yeah. Als Werfer. Oh, krasso, krassometer. Der wird ärgerlich hier hinten. So, wir haben Hitze. Am Ende des Durchgangs brechen die Spieler zusammen, wenn sie eine 1 würfeln. Oh weia, oh weia. Unserem Würfelglück. So. Wir kicken den Ball irgendwo hier hin. Und bekommen einen zusätzlichen Wiederholungswurf. Das ist doch schon mal gut. Jetzt schauen wir noch, dass wir die Einstellung wieder auf ein Level stellen, was euch gefällt. So, wo haben wir denn den Stärke 5? Das ist bestimmt vorne. Nee, hat er ihn hinten gelassen? Da ist er jetzt. Jetzt ist er nach vorne gelaufen. Werfer auf Stärke 5 hochzuziehen ist natürlich auch interessant. Ja, ist ähnlich wie wir damals unsere Chaoskrieger auf Geschicklichkeit 4 gezogen haben. Ja. Aber Stärke 5 ist jetzt natürlich noch mal was anderes. Und der hat zudem halt auch noch mehr Bewegung. Sehr, sehr schlimm wird der. Ball aufheben nicht geschafft. Das ist doch mal nett. So. Ja. Ich würde sagen, wir gehen erstmal mit dem Eloridas einen nach vorne. So. Dann kann er hier ihn schlagen. Und hoffentlich aus dem Spiel entfernen. Naja. Gelähmt immerhin. So, jetzt habe ich hier zwei Chaoskrieger dran, die verstärkend wirken. Dann könnte ich ihn nach da schieben, wenn er rast. Okay, wir machen den Blitz gegen den Stärke 5 Typ, um ihn schnell aus dem Spiel zurückkicken, weil der Beste, den wir dafür haben, ist nun mal der Blood Scorpion.
So, wir haben ein schweres Gerät. Das heißt, wir brauchen hier keinen Wiederholungswurf. Wir schieben ihn mal nach hier. So, jetzt haben wir Stärke 3, 4, 5. Stärke 6. Wenn wir Mischka nach vorne ziehen. Und können nochmal mit hier draufhauen. Und ihn zumindest mal zu Boden kicken. Und lähmen. Ne? Also zumindest mal für eine Runde raus. So. Dann einmal noch hier. Und hier werden wir auch mal draufhauen. Und wir folgen. So, der Cartman läuft hier hin, damit der Beru diesen Elfen schlagen kann. Ringen. Ja, nehmen wir mit. Immerhin muss der Elf auch aufstehen, ne? So, und dann haben wir hier. Leider ist da ein Ausweichen, das kann der Koriminus noch nicht canceln. So, haben wir dann mal durch. Stehen hier mit allen beiden Seiten offen für Elfen-Durchläufe. Aber noch hat er den Ball ja nicht. Na gut, er könnte ihn einfach aufheben, aber... Naja. 8 Wiederholungswürfe übrigens beim Gegner. Und er hat schon einen ausgegeben. Strange, würde ich sagen. So, hier kommt ein Blitz. Ja. Da fällt der nächste Wiederholungswürfel. Er schiebt den Chaoskrieger weg. Okay. Läuft nach hinten. Okay. Da ist das Tackle. Sehr gut. So, sehe ich das richtig, dass hier ein Blitz möglich wäre auf den Ballträger? Nee, ich muss in Tackle-Zone ausweichen. Dies ist nicht gut. Wir stehen erstmal auf mit dem Beru. So, der Samu hat leider nicht genug Bewegung. So, hier könnten wir rum, aber dann ist das Ganze nicht so... Dahin, dahin, dahin. Mit einem Go for it kommen wir zumindest neben den Ball mit dem Koriminus. Sehr gut. Der Manu stellt sich hier mal hin. So, hier ist einer durchgebrochen. Den werden wir mal einfangen. Mit den beiden Chaoskriegern. Noch ein Go for it. Ja, natürlich. Ach, jetzt hab ich... Ah, ich bin so doof. Auf Überspringen geklickt. Das könnte der Touchdown gegen uns sein. Nicht aufgepasst. Na, mach mal gucken. Immerhin muss er da oben erst ausweichen und den Koriminus weghauen. Und dann muss der Pass auch erstmal klappen. Beziehungsweise es übergeben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So, Ball übergeben. Klappt. Und 2 Go for it für den Touchdown. Nope. Wiederholungswurf. Und das schafft es. Scheiße. Missklick. So, wen hat denn hier die Hitze erwischt? Den Mischka hat die Hitze erwischt. Naja, wir haben immer noch Backfisch.
Mal einmal nach hinten. So, wo ist der Stärke 5 Typ? Wegen 7. Der steht bestimmt hinten, ne? Ja, da ganz hinten ist er. Okay. Blood Scorpion war in die Mitte. Ja, vielleicht etwas weiter nach rechts. So, der Cartman. Wo ist denn der Samur? Den hätte ich gerne hier. Der Lesrak hätte ich gern auf der Seite. So, Plastiklöffel kann ruhig nach vorne hier. Ali ist im Spiel. Wo ist denn denn... Hier ist der Manu. Den hätte ich auch ganz gerne weiter vorne. Koriminus hätte ich gerne hier. Na? Und den Koali ziehe ich dann noch in die Mitte. Okay. Obwohl, brauchen wir den in der Mitte? Hier stehen zwei Chaoskrieger, den brauchen wir eigentlich nicht in der Mitte, der kann auch noch hier. Okay. Einstellung bestätigen. Ah, wir können mich ein Feld bewegen. Das ist doch mal nett, dann können wir nämlich hier direkt... What? Achso, der war schlecht. Man sollte auch genau lesen, was da steht. Aber immerhin habe ich den Ball gefangen. Mit dem Lesrak. Okay, das war schlecht. So, ja, hier hauen wir mal. Ich bin noch nicht ganz bei Trost heute hier. So... Und raus mit dir. K.O. Ja, überspringen. So, einmal hier hauen. Einmal hier hauen. Der hat keinen Block. Yes, tot. Plastiklöffel hat jemanden getötet. Mach. So. Ja. Der möchte noch gehauen werden. So, Koriminus einmal hier vor. Koali hier vor. Cartman hier hin. Und dahin mit Backfisch. So, jetzt probieren wir mal einen Pass mit dem Lesrak. Lesrak, kannst du Pässe? Mal gucken. Einen schnellen Pass, komm. Ah, läuft. Unser mega Chaoskrieger-Werfer hier. Stärke 5 hier hinten. Da komme ich immer noch nicht drüber weg, dass da ein Werfer mit Stärke 5, ey. Ja, da was gegen den Cartman, ne? They're gathering around that lone player, like halflings round a sandwich. Takes a skillful player to stay up under such a sustain. Jetzt kommt der Blitz. Der hätte auch früher gehabt, da hätte er die ganzen gar nicht zusammenziehen müssen. Armer Cartman. Haha. Wiederholungslos. Okay.
da weicht er dann aus. Okay. Ausweichen hat geklappt. Alles klar. Gut. Dann starten wir doch mal mit einem Schlag hier. Und schlagen ihn zu Boden. Na. Hier gehen wir mal darüber und unterstützen den Coriminus. Sehr schön. Das war risky, aber ich hab's geschafft. Hierhin. Den Plastiklöffel. Den Killer dieses Spiels. Ja. Er hat Abwehren, aber das ist mir egal. So. Und hier hin. Der Manu. Mal hier ein Blitz. Na gut. Backfisch nach vorne und zu beenden. Ach ja. Abrollen. Okay, einfach mal da durchgelaufen. Cartman kämpft hier gegen 4 Elfen gleichzeitig und ist verletzt. Oh nein. Cartman! Keine langfristigen Auswirkungen, alles klar. So, lief doch gar nicht so übel. Wir fangen an mit einem Blitz vom Lesrak. Ja, Tackle. So. Dann machen wir weiter mit hier einem Block. Und hier haben wir auch einen Block. Das nehme ich. So, und dann haben wir den Coriminus hier. Den hätte ich gern hier. Und den Frank. Frank hätte ich gerne hier. Plastiklöffel einmal nach hier. Und Pass auf den Coriminus. Oh, come on, Coriminus, macht mich nicht schwach hier. Ist nur ein Ball. Ja, sag ich doch. So. Hauen. Am Schienen zu Boden. Ja, K.O. Perfekt. Gut. So, jetzt haben wir noch einen Blitz. Mit wem machen wir denn den Blitz? Mit Koali. Nein, wir haben keinen Blitz mehr. Okay, alles klar. Dann ziehen wir den zur Verteidigung hier hoch. Und Plastiklöffel hier hin. Und beenden unseren Zug. Schauen mal, was der Gegner macht. Ich denke mal, dass sein Stärke 5 Werfer sich vielleicht sogar mit dem Blattskorpion anlegen will.
Mal gucken. Ne, will er nicht. Aha. Also ich hätte mir mindestens einmal davon hier... also kommt drauf an, welcher Reihenfolge das ist. Ne? Mal Block gegeben oder so. Stärke 5. Ne? So, ein weiterer Elf für die Publikumsleute. Jawohl. Sehr gut, das Publikum schlägt ihn in die K.O.-Box. 2 Starspielerpunkte für unser Publikum. So. Hier haben wir jetzt den Stärke 5 Eumel. Aufstehen hier. Steht denn hier noch einer an dem Blattskorpion dran? Kann ich gerade so schlecht sehen? Nee. Alles klar. Dann machen wir doch mal... hier ein Blitz. Ja, zumindest schieben wir ihn weg. Okay. Das heißt, der ist geblockt. Den gehen wir nochmal nach vorne. So, mit der Plastiklöffel. Komm hier. Zack. Schieben. So. Ach komm, hau den doch mal weg. Naja, okay, dann halt nicht. So. Machen wir jetzt schon den Touchdown? Oder warten wir damit noch? Ich bin da dafür, noch ein bisschen zu warten. Natürlich mit dem Risiko, dass der Ballträger noch abgefangen wird. So. Noch einen hin. So, Zug beenden. Schauen wir mal. Hier muss er ja auch erstmal auf dem Blattskorpion aus dem Tentakeln raus. Okay, der versucht das. Okay. Tackle! Sehr schön. Ja, zumindest ist er jetzt im Käfig drin hier. Okay. Wie machen wir das am geschicktesten? Hier haben wir wieder den Stärke 5 Heini. Wir hauen erstmal den anderen. Abwehren. Okay. Dann schlägt der Koali mal den. Der Koali hat Tackle inzwischen. Folgen. Jo, verletzt. Perfekt. So, dann kann Plastiklöffel hier einen Blitz machen und den eliminieren. Mit einem Wiederholungswurf. Oh, der ist gewandt. Shit. Bleiben. Die hat ihn nicht gesehen. So, dahin. Hier stehen wir ganz gut. Hier muss er in jeweils 2 Tackle-Zonen ausweichen. Aber zur Sicherheit ziehe ich hier nochmal den Chaoskrieger nach oben. So, und hier kümmert sich der Blattskorpion nochmal um den Stärke 5-Typen. Wie immer schiebt er ihn zuerst.
Schafft er auch, den Knockdown. Alles klar. Zug beenden. Einen Zug haben wir noch danach. Für den Ausgleich. Die steht dann nur auf. Abrollen. Okay. Und okay, alles klar. Wir machen jetzt einfach den Touchdown gleich. Und zwar gehen wir erstmal nach hier. So, dann machen wir hier einen Blitz. Schieben den mal hier aus dem Feld. Und dann Touchdown! Und ein Level-Up für den Corinos. Hoffen wir mal, dass die Hitze uns jetzt nicht noch zusetzt in der zweiten Halbzeit und dass sie den Elfen zusetzt. Mhm. Naja, der Samu hat die Hitze nicht vertragen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ja, komisch. Naja, egal. Mischka ist wieder da. Plastiklöffel nach vorne mit dir. Coriminus hat seinen Aufstieg in den Taschen. Das heißt, ich würde ihn vielleicht ganz gerne austauschen gegen den Preak. Die können momentan ja so ziemlich dasselbe, aber der Preak braucht Starspielerpunkte. So, dann holen wir uns den Blood Scorpion hier hin. Oder noch besser hier hin. So, wen haben wir hier auf der Seite? Das ist der Eloridas, das ist okay. Den Lesrak haben wir auf die Seite. Der Manu darf sich hier mal breit machen. Koali hierhin. Preak nach hier. Und dann bestätigen wir das Ganze. Vielleicht ziehen wir den Mischka noch ein Feld zurück. Nur weil wir es können. Okay. Da wird der Ball zu uns geworfen. Okay, die dürfen ihre Positionen ändern. Machen sie auch. So. Manu? Casualty bestimmt, Manu. Komm, kriegst du hin. Folgen. Folgen. Hat er den Stärke 5 Typen gar nicht aufgestellt? Oder ist der irgendwie hier... Ach, dem hat die Hitze. Ist dem Hitze... Ist die... dem ist die Hitze nicht bekommen. Okay. Nero? Block ihn zu Tode. Nein, mein K.O. Gut gemacht, Nero. So, dann kann der Frank hier einmal zuschlagen. So. Blood Scorpion ist frei. Schieben. Und
wieder 2 Starspielerpunkte für unsere Fans. Sehr schön. We love our fans. So, der Preak. Nach vorne. Backfisch nach hier. Mischka. Und einmal den Pass. Mischka, come on. Nee. Gegen Elfen immer scheiße. Gegen Computerelfen jetzt nicht so schlimm. Aber wir werden sehen. Zweimal eine 1 gewürfelt. Hier fällt der erste Wiederholungswurf. Die haben 10 Wiederholungswürfe, Leute. Das ist schon krass. Ich weiß nicht, was das soll. Dankeschön. Das war echt... Also, manchmal... Ich würde mal echt gerne wissen, wer die KI programmiert hat. So, den hauen wir noch. Sehr schön, gelähmt. Blitz. Wiederholungswurf. Ach, come on. I've heard stroking him on his belly or chin. So. Komm, Preak. Starspielerpunkte winken. Super. Hier ist es jetzt natürlich wieder durchlässig wie so ein Sieb, aber naja. Ja, wie ein Sieb jetzt nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Der Mischka wird angegriffen. Nein, Koali wird angegriffen. Mischka ist ja rechts auf der Seite. Okay. So. Was machen wir denn? Wer hat überhaupt den Ball gerade? Der Mischka hat den Ball. Wer braucht denn hier Touchdowns? Ich versuche das mal mit dem Lesrak. Not a wise place to end your turn on the border of the pitch. If the player gets pushed into the crowd, well, last time that happened, it took 3 days to piece the body back together. Bleiben. So, hier rüber. Bäh. Jo! Super! Plastiklöffel! Killer heute! Plastiklöffel ist echt Killer heute! So. Pass ist es mir jetzt irgendwie ein bisschen zu risky. Deswegen stelle ich mal den Mischka hier hin. Und hole mir hier Unterstützung. So, und wir haben die Möglichkeit auf einen Blitz. Dann nutzen wir sie doch auch. Der hat Ausweichen leider.
Aber dieses Mal... Ah, okay. Koali und Beru müssen sich hier gegen die Übermacht auseinandersetzen. Aber na gut. Das passiert. Das schaffen die beiden aber auch. Da kommt einer der Elfen. Möchte Trouble machen hier bei Backfisch. Yay! Yay! Sag ich doch, die schaffen das. Super. Naja. Wen haben wir hier? Den Blattskorpion. Und komm, Blattskorpion. Yes. So. Komm, Plastiklöffel. Killer Plastiklöffel. Wiederholungswurf. Sehr schön. Ja, Plastiklöffel ist ja nicht der beste Prügler vor dem Herrn. So, das heißt, ich habe meinen Wiederholungswurf aber schon wieder aufgebraucht und kann wieder nicht passen. Blitz haben wir schon gemacht. Den würde ich gerne einfangen. Hier können wir noch einen Unterstützer gebrauchen. Dann ist das... Nee, noch nicht. Okay. Dahin. Das heißt, ich bin durch den geblockt. Aber wir mauern sie zumindest ein. So, dann ziehen wir den noch nach da. Hat der... Ne, der hat keinen Guard. Das heißt, der würde hier noch gehen. Bleiben. Sehr schön. Und Zug beenden. Blattskorpion schon wieder ganz alleine in der Mitte vom Feld. Was das jetzt sollte, da weiß kein Mensch. Die waren alle geblockt hier, der hätte genauso gut von da schlagen können. Okay. Das ist auch ein Ziel für den Blattskorpion hier. Das ist doch ein Ziel. Haha. Down. Down. So. Hat der... Der hat nix. Gut. Warum ist das jetzt nur ein Einser? Ach so, weil er hier auch unterstützt wird. Okay. Dies war doof. So. Hier sieht eigentlich alles ganz gut aus. Plastiklöffel vielleicht nochmal. Hat der eigentlich Gewand hier? Abrollen, abwehren, ringen. Okay, abwehren ging nicht, weil ich schweres Gerät habe. Okay, läuft. So, der geht nach hier. Und wir beenden den Zug. Da kommt wieder der Blitz.
gegen den armen, armen Pre und der ist K.O. Ja, K.O. nehmen wir keinen Apotheker für. Da kommt einer nach vorne, aber kann nicht ausweichen. Aber diesmal schafft das. Okay, wir fangen jetzt mal an, hier den Zuschauern noch ein bisschen Spaß zu gönnen. Yes, der nächste Tod. Im 54er. Gut gemacht, Bloodscorp. Ah ne, das war ja nicht gar nicht der Bloodscorp. Das waren unsere Fans. Unsere Fans haben hier schon den dritten Casualty gemacht. Okay, aber der Apotheker des Gegners hat ganze Arbeit geleistet. So, hier einmal folgen. Wo machen wir unseren Blitz? Ich glaube hier. Und der nächste Tote. Der Frank. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, Frank, hier, geh mal wieder runter, da wo die ganzen Elfen hier sind. Denn da wirst du gebraucht. So. Wie weit kommt der? Okay, der kommt... der wird hier nicht drankommen, wenn ich jetzt hier hinlaufe. Einen Pass schmeiße. Ja, Mischka, come on. Sehr gut. Kein Wiederholungswurf mehr für uns. Muss man ein bisschen aufpassen jetzt. Debiru! Sehr gut. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass der Bero so lange durchhält. Immerhin steht er jedes Mal an der Frontline, hat nur Rüstungswurf 7. Und, naja, er hält das aus. Ne? So, nur noch zwei Elfen stehen. So ist das doch ein schönes Spiel. Folgen. Der nächste in der K.O.-Box. So, Plastiklöffel. Einmal Blitz. Und immerhin Plastiklöffel hat heute schon zwei Casualties. Kommt der dritte dazu? Yes! Sehr schön. Aber Plastiklöffel ist heute in Fahrt. So, dann umzingeln wir mal diesen Elfen hier. Bloodscorpion, gucken, ob er das macht. Oh ja, er kommt sogar hier rüber. Perfekt. So, Lesvak einmal kurz vor die Endzone. Backfisch nach hier unten. Und einmal faul. Und da ist der nächste verletzt. Leider gibt es davon... Und Mischka fliegt vom Platz, alles klar. Was war's mir wert? Dreckselfen.
So, keine Elfen mehr auf dem Zug, auf dem Feld. Eieiei, guckt euch das an hier. Das ist das schön gegen Elfen. Hm. Lestak macht den Touchdown. Und wir haben das allererste Mal haben es geschafft, dass kein einziger Spieler vom Gegner auf dem Feld ist. Okay, wir haben einen Verletzten, einen, der auf dem Feld gestellt ist, einen K.O. und einen, der... Oh, der Bero hat die Hitze nicht ertragen. Whoop. Blitz! Oh, wir haben noch einen Blitz und können nochmal draufhauen, das ist doch mal schön. So, dann machen wir das doch auch. Und noch ein K.O. Leider kein Casualty. Loridas. Plastiklöffel. Komm, brauchen wir jetzt auch alles nicht mehr hier. Nee, der letzte Zug. Jo, ich laufe an Tentakeltypen vorbei und gegen zwei... Ach, eieieiei. Ausweichen. Komm, dafür, wenn so viel Blödheit braucht er eigentlich ein Casualty für Ausweichen. Aber naja, kriegt er nicht. Komm, wir machen jetzt hier noch einen Blitz. Jo, alles klar. Gut, wir gewinnen 2 zu 1 gegen die Hochelfen. Und wir haben auf jeden Fall einen Aufstieg. Wir haben gute Gewinne gemacht, alles klar. Koali ist Spieler des Spiels. Ich hätte eher Plastiklöffel gesagt, bei den Mengen an Casualties, die wir gemacht haben. Und hier deren Stärke 5 Werfer. Der eigentlich nicht so viel gemacht hat. Der hat auch einen Spieler des Spiels gemacht. Alles klar. Schließen wir hier. Und gehen in unser Team. Weil wir haben einen Aufstieg. Den Kuriminus. Und irgendwann klicke ich aus Versehen mal auf hier auf Feuern. Das ist irgendwie... Die 7. Was nehmen wir denn da? Was hat er denn schon? Er hat schon Ausweichen. Block. Ausweichen und Block hat er schon. Ne? Blocken hat er. Hatte der nicht auch noch was? Ah ja, Hörner hat er. Ich gebe dem mal unterstützen. Ah ne, komm, ich möchte mehr Prügel noch. Knochenbrecher. So. Mehr Spiele, in denen alle gegnerischen Spieler nicht mehr auf dem Spielfeld sind. Haben wir diesmal das erste Mal geschafft. Gucken wir, was wir beim nächsten Mal auch schaffen. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss.